für den Erdinger Weißbierpreis, den Bavaria-Preis. Listenrennen 2000 Meter, die Pferde auf der Reise kommen jetzt zum ersten Mal an Ihnen vorbei, hier am Ziel zum ersten Mal vorbei, unter der Führung von Polish Volcano. Kleiner Applaus, kann nie schaden. Genau, und ganz an der Außenseite, da kommt jetzt Nuntius bereits in die vordere Linie und Nuntius steckt den Kopf in Front vor Feuerblitz ganz innen. Zwischen beiden galoppiert Polish Volcano, viertes Pferd ist Nightwish vor Lily Moon und Superplex, weiter außen Emily of Tinstall und am Schluss des Feldes, da sieht man im Moment Invader. Nuntius, der Toto-Favorit, übernimmt das Kommando, ist vorne sofort mit zwei Längen vor Polish Volcano, Feuerblitz drittes Pferd, vierter dahinter ist Nightwish. Außen begleitet von Lily Moon. Dahinter galoppiert Superplex ganz an der Innenseite vor Emily of Tinstall und vor Invader am Schluss des Feldes. Gutes Tempo vorgelegt vom Toto-Favoriten, von Nuntius. Der hat bequeme zwei Längen. Im Moment auf Feuerblitz. Unverändertes Bild. Vorne Nuntius, der marschiert seinen Strich herunter. Feuerblitz dahinter. Dann folgt die Gruppe mit Nightwish und mit Superplex. Weiter außen dann auch Lily Moon mit vorne dabei, genauso wie Polish Volcano. So geht es in den Schlussbogen hinein. Nuntius vor Polish Volcano, Feuerblitz, Lily Moon, Superplex, Nightwish dahinter, vor Emily of Tinstall und vor Invader am Schluss des Feldes. Alles aber relativ dicht beieinander. Nuntius weiterhin vorne, dahinter Feuerblitz, zweites Pferd, dann Polish Volcano, außen davon galoppieren, noch weiter außen dann Lily Moon. Dahinter lauert Nightwish auf seine Chance, dann Superplex, dann Emily of Tinstall und dann Invader am Schluss des Feldes. Nuntius bringt das Feld jetzt in die Zielgerade hinein. Nuntius führt, Feuerblitz an der Innenseite, außen der Angriff von Polish Volcano. Vorne aber ist Nuntius vor Polish Volcano, weiterhin Nuntius vorne mit Polish Volcano, der greift sofort an. Nuntius und Polish Volcano, Feuerblitz dahinter, Nightwish ist zur Stelle und jetzt kommt Emily of Tinstall ganz an der Innenseite und die wird enorm stark. Nuntius ist aber weiter vorne. Nuntius wird jetzt angegriffen von Emily of Tinstall. Nuntius ist vorne vor Emily of Tinstall. Emily of Tinstall wird stärker. Nuntius und Emily of Tinstall greift an. Emily of Tinstall und Nuntius. Nuntius und Emily of Tinstall. Nuntius. Emily of Tinstall ist besser. Emily of Tinstall geht besser. Emily of Tinstall gewinnt von Nuntius. Dritter ist Nightwish. Vierter dahinter dann Feuerblitz vor Polish Volcano, vor Invader Superplex und vor Lily Moon. Aber gewonnen hat Emily of Tinstall. Der Sieger im Großen Erdinger Weißbärpreis, und das ist auch dann der vorläufige